herzlich willkommen heute zum Talk, wie man User zur Nutzung einer Mental Health App motiviert. Insights aus einer multimethodischen Studie mit MindDoc. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind und Sie, wie gesagt, den Weg in dieses separate Meeting gefunden haben, hier über unser Zoom. Mein Name ist Carina De Lopez, ich arbeite als Vice President User Experience und Partner bei der Eisberg GmbH und ich leite das Team User Experience. Genau, das heißt, wir haben es heute mit einem Vortrag aus dem Bereich der Nutzerforschung zu tun, genau, in dem wir uns ja um digitale Produkte, um die Nutzerfreundlichkeit von Apps und Webseiten und so weiter kümmern. Also ein, ja, auch ein Teil der Marktforschung. Unsere Auftraggeberin Sabrina Schulte von MindDoc ist heute leider nicht bei unserem Vortrag dabei. Ich habe also die Ehre, unsere Ergebnisse heute alleine hier vorzustellen. Genau, aber es war eine sehr schöne Zusammenarbeit in dieser Studie, die wir eben zusammen mit MindDoc durchgeführt haben. Genau, ich würde Sie einfach bitten, wenn Sie Fragen haben, dass Sie die im Chat stellen können, im Chat an alle. Ich würde einfach aus organisatorischen Gründen dann erstmal die Präsentation so halten und einmal durchgehen, Ihnen die Ergebnisse zeigen und die Fragen dann im Anschluss beantworten. Genau, damit wir nicht das so unterbrechen immer. Ja, genau, soweit so viel dazu. Dann würde ich mal loslegen. Als Agenda heute würde ich erstmal ganz kurz was zum Ausgangspunkt sagen. Also was hatten wir überhaupt vor mit dieser Studie? Welchen methodischen Ansatz haben wir gewählt und warum? Dann zeige ich Ihnen die Top 5 Insights, also die Top-Ergebnisse. Genau, wir haben den Vortrag eigentlich auf Englisch gemacht, deswegen entschuldigen Sie bitte mein, ja, Denglisch, was sich hier teilweise eingeschlichen hat. Es gibt also die 5 Kernergebnisse, die ich Ihnen dann zeige und auch die zentralen Erkenntnisse, die MindDoc dafür für sich rausgezogen und abgeleitet hat, wie eben mit dem Produkt und der Mental Health App dann weiterverfahren wird. Ja, ganz kurz zu unseren Firmen zum Hintergrund. Wie gesagt, arbeite ich bei Eisberg. Wir sind seit 1999 am Markt und wir sind ein Full-Service-Marktforschungsinstitut mit dem Hauptsitz in Berlin. Wir haben aber verschiedene Niederlassungen, auch in New York, Berlin, in Kerala, in Indien, in Tokio. Von daher sind wir also international gut aufgestellt. Wir konzentrieren uns auf implizite Marktforschung in den Bereichen User Experience, Brand and Media und Shopper Research. Das heißt, wir forschen auch noch im Bereich der Werbewirkungsforschung, Markenforschung und auch am Point of Sale. Ja, und wir im Bereich User Experience kümmern uns also tagtäglich darum, nutzerfreundliche und ansprechende Produkte für unsere Kunden zu entwickeln beziehungsweise sie bei dieser Entwicklung zu begleiten, mit Research zu begleiten. Das heißt, wir sprechen tagtäglich mit NutzerInnen von digitalen Produkten. MindDoc war in dem Fall die Auftraggeberin der Studie. Das ist ein psychologischer Gesundheitsdienstleister der Schönklinik und die haben mehr als 30 Jahre Erfahrung in der stationären Psychotherapie und verbinden dies natürlich auch mit modernen und digitalen Online-Methoden der Psychotherapie und Selbsthilfe. Es gibt einerseits eine Plattform für Online-Therapie in Deutschland, die also auch kassenärztlich von mehr als 120 Therapeuten betreut wird. Und es gibt diese App zur Selbsthilfe und Verlaufsverfolgung, die wir in unserer Studie unter die Lupe genommen haben. Genau. Und wichtig ist auch, dass da wirklich mehr als 120 Therapeuten dahinter stehen. Ja, was war der Ausgangspunkt unserer Studie? Worum geht es erstmal bei der MindDoc-App? Ich weiß ja nicht, vielleicht haben ja einige von Ihnen sogar schon mal Kontakt mit dieser App gehabt. Es ist also eine wissenschaftlich validierte internationale App aus dem medizinischen Bereich und sie hilft dabei, Symptome und Wohlbefinden zu erkennen, zu klassifizieren und zu verwalten. Es funktioniert also so, dass man, wenn man sich dort angemeldet hat oder auch als Gastnutzerin, das emotionale Wohlbefinden protokolliert und die Symptome häufiger ja, psychischer Erkrankungen werden also in Echtzeit und über längere Zeiträume erfasst. Diese App generiert dann automatisches Feedback, also der Nutzer, die Nutzerin bekommt dreimal täglich Fragen zum Wohlbefinden gestellt und darauf basierend dann auch evidenzbasierte transdiagnostische Kurse und Übungen angeboten.
Man kann daher ein Muster in den Symptomen erkennen, man kann den Verlauf erkennen und kann auch Strategien entwickeln, wie man mit den Symptomen umgeht. Nach 2 Wochen erhält man ein Ergebnis, eine Diagnose und es wird also geraten, ob man sich in ärztliche oder therapeutische Behandlung begeben sollte oder eher nicht. Und wenn man das sollte, sind auch die Krankenkassen an diese App angebunden. Genau. Wichtig ist, es geht hier um milde bis moderate psychische Erkrankungen. Genau, depressive Verstimmung, Angstzustände, Schlaflosigkeit, Essstörungen. Ich zeige Ihnen gerne einmal, ja, wie der Erstkontakt mit dieser App so aussieht. Ich habe hier ein kleines Video mitgebracht. Das ist leider auf Englisch, weil wir, wie gesagt, diese Studie auch auf Englisch präsentiert haben. Genau, das ist jetzt der erste Screen, wenn man sich die App runtergeladen hat aus dem App Store. Genau, quasi Onboarding, erster Eindruck. Man wird erstmal informiert. Man muss der Datenverarbeitung zustimmen. Dann kann man sich hier anmelden, also ein Konto kreieren oder das auch später machen. Und jetzt kommen, wie gesagt, diese ersten 10 Fragen, die gestellt werden, um schon mal Probleme zu identifizieren. Also hier lernt die App zum ersten Mal, aha, welche Bereiche sind denn relevant bei dem Nutzer oder der Nutzerin? Also es geht hier um, genau, um vielleicht depressive Verstimmung, wie man sich anderen gegenüber verhält, was man für ein Selbstbewusstsein hat. Es geht um Work-Life-Balance. Es geht um die Auseinandersetzung mit anderen, Konflikte mit anderen. Es geht auch um das physische Wohlbefinden. Und man wird immer gefragt, wie man sich gerade fühlt, welche Emotionen man gerade hat. Und es wird dann auch ganz schön eingestuft von eben sehr traurig bis man fühlt sich sehr gut. Man kann auch angeben, spezifizieren, welche Art von Gefühlen. Man kann das auch offen angeben. Genau, und jetzt ganz wichtig, dreimal am Tag möchten Sie die Notifications anstellen. Ja, weil man wird dreimal am Tag erinnert. Und jetzt wird also schon ein erstes Insight hier generiert, also der erste Einblick, wie sich denn das psychische Wohlbefinden so anfühlt. Aha, kreisende Gedanken und physische Gesundheit und die Stimmung sind hier erstmal Bereiche, die bei Ihnen wohl Themen sein sollten. Genau, das ist dann die Bezahlschranke. Man wird also auch gefragt, ob man sich registrieren möchte, weil dann eben noch mehr Inhalte zur Verfügung stehen. Genau, das Journal, das sind die Entdecken-Section. Hier sind Kurse, die man entdecken kann. Das sind immer Kurse, die auch relevant sind, die einem angezeigt werden hier zum Selbstbewusstsein. Die sind auch mit Audio- und Videomaterial hinterlegt, diese Kurse. Genau. Das Resultat, also noch 14 Tage zum Resultat, sieht man hier. Und hier sieht man immer ganz gut, ob man auf dem guten Weg ist, ob man genug Fragen beantwortet hat, weil, genau, hier sieht man, welche Krankenkassen also auch angeschlossen sind und man hat die Möglichkeit, sich ein Konto zu kreieren. Genau, wichtig sind also wirklich, dass diese 10 Fragen erstmal gestellt wurden, dass die App schon mal lernt, aha, um welche Art von ja, psychischer Erkrankung oder Herausforderung handelt es sich hier. Genau. So, und was war nun der Ausgangspunkt unserer Forschung? MindDoc haben in der Vergangenheit selber schon mal kleinere Usability-Tests gemacht, ne, also so die Benutzerfreundlichkeit der App überprüft. Aber wir haben jetzt zum ersten Mal ein Mixed-Methods-Ansatz ausprobiert, um eben folgende Aspekte zu untersuchen. Also wir wollten wissen, was sind denn die Motivatoren und die Hindernisse für die anfängliche Nutzung der App? Also was motiviert NutzerInnen dazu, sich wirklich anzumelden und wirklich 14 Tage lang dabei zu bleiben, diese Fragen zu beantworten, um sich dann die Diagnose zu holen nach 14 Tagen? Dann wollten wir das App-Onboarding an sich überprüfen, also auch hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit, der Verständlichkeit. Ist es denn klar, welche Schritte hier auf einen zukommen? Wie ist dieser erste Eindruck der App? Wie werde ich da abgeholt? Fühle ich mich dort spontan aufgehoben oder lösche ich diese App sofort wieder? Weil es ist ja schon eine Art Commitment, sich auch eine App runterzuladen auf das eigene persönliche Device.
Natürlich verstehen der App Akzeptanz und Nutzungsabsicht. Also ganz klassisch würden Sie die App nutzen. Und auch die Definition eines Mehrwerts, der vielleicht auch langfristig besteht. Also würde die App auch langfristig über diese 14 Tage hinweg einen Mehrwert bieten. Zum methodischen Ansatz, wie haben wir das gemacht? Wir haben also erst einen App-UX-Test gemacht, einen klassischen User-Experience-Test. Wir haben 15 TeilnehmerInnen eingeladen zu 60-minütigen Remote-Interviews. Das heißt, wir haben die mit Zoom wirklich interviewt, haben die befragt, wir haben Screensharing aktiviert und wir haben diese 15 TeilnehmerInnen in der Session gebeten, sich die App runterzuladen und das Onboarding durchzugehen. Und haben dann eben beobachtet, wie der erste Eindruck und die erste Interaktion mit dieser App gelaufen ist. Dann haben wir von diesen 15 TeilnehmerInnen fünf ausgewählt, die gesagt haben, okay, wir nutzen die App jetzt 14 Tage lang. Das heißt, wir sind bereit, jeden Tag dreimal diese Fragen zu beantworten, morgens, mittags, abends. Wir befinden uns in einem täglichen Feedback-Chat mit einer iSquare-Forscherin. Das heißt, es hat einen Tagebuchcharakter. Wir tauschen uns auch täglich aus, was meine Erfahrungen mit der App sind. Und es führt ein abschließendes Nachbereitungsgespräch statt, also ein Post-Interview. Also fünf von den 15 haben 14 Tage lang die App benutzt. Die anderen 10 haben gesagt, okay, wir nutzen die App nur 4 Tage und haben auch einen täglichen Feedback-Chat dann gemacht mit unserer Researcherin. Zeitgleich hat MindDoc noch eine In-App-Umfrage geschaltet mit N gleich 3000 TeilnehmerInnen, die also schon diese App installiert haben. 10 Minuten hat die gedauert und es war, wie gesagt, eine Online-Umfrage in der App. Genau, wir haben diese Methoden kombiniert, um einfach ein breites Spektrum an Nutzer und Nutzerinnen zu bekommen, die einen unterschiedlichen Erfahrungswert mit der App haben. Das heißt, wir wollten unbedingt diejenigen abgreifen, die noch sehr weit am Anfang der Nutzung stehen, aber auch diejenigen, die sich schon in der App länger befunden haben oder bewegen, damit wir also verschiedenen, ja, Wissensstand und auch verschiedene Bedürfnisse erschließen konnten. Das waren jetzt die TeilnehmerInnen des App-Tests und der Tagebuchstudie. Wir sehen also einen leichten Überhang von weiblichen TeilnehmerInnen. Alle hatten die App zuvor noch nie genutzt. Wir hatten auch eine ausgeglichene Altersverteilung. Und wichtig war auch, dass es also ein gesteigertes Interesse an psychischem Wohlbefinden und Achtsamkeit gab. Also Personen, die auf ihr psychisches Wohlbefinden achten und denen Mindfulness und Achtsamkeit also kein Fremdwort war. Dann komme ich jetzt zu den Top 5 Insights, zu den 5 wichtigsten Ergebnissen. Zuallererst haben wir herausgefunden, dass das Design die NutzerInnen also emotional sehr anspricht. Und das ist bei dieser App wirklich etwas, was man im Vergleich zu anderen Apps sehr hervorheben muss. Wir testen ja tagtäglich verschiedene Apps. Das Design ist hier wirklich sehr erfolgreich. Diese Illustrationen schaffen es immer, den Kontext also sehr gut zu erkennen. Dieses Design ist eine treibende Kraft. Sie sehen das hier mal ganz gut. Die Illustration, das Layout und die Farbgebung sind immer in den Kontext gesetzt mit der jeweiligen, ja, mit dem jeweiligen Thema, um was es sich handelt. Die Abbildungen spiegeln wirklich sehr schön wider, um was es hier geht. Und sie sind also eine sehr starke Bildsprache. Es wird eine sehr starke Bildsprache kreiert. Sie sehen diese Zeichnungen, die sind also auch so ein bisschen comicartig, so ein bisschen spielerisch. Dabei geht es ja um recht ernste Themen. Sie sehen hier, wie chronischer Schmerz zum Beispiel bebildert wird. Also dieses Design trifft es also wirklich sehr gut. Und das Design ist sehr kohärent zusätzlich und sorgt für eine flüssige Navigationsstruktur in der gesamten App. Also nicht nur die visuelle Sprache, also in Form von Bildern und Farben, ist gut gewählt, sondern auch die strukturellen Elemente, also die einzelnen Buttons, die Schaltflächen, sie sind sehr konsistent gewählt. Es macht also auch wirklich Spaß, diese App zu nutzen, weil das Design ja wirklich, wirklich sehr ansprechend ist. Also die Abbildungen sind sehr interessant und sind wirklich in der Lage, das, was man fühlt, auch wenn es eine bedrückende Stimmung ist, einfach ganz gut einzufangen.
Genau, der zweite Insight, die Nutzung der App kann leicht in das tägliche Leben integriert werden. Genau, und das ist ja was, was sich natürlich App-Herausgeber oder Unternehmen sehr wünschen, dass man durch die App also so häufige Touchpoints generiert, dass also quasi die NutzerInnen diese App auf den persönlichsten aller Devices installieren, morgens, mittags, abends immer in Kontakt sind mit der App und mit dem Unternehmen ja auch in dem Fall, weil diese Notifications, also diese Mitteilungen hier wirklich gut funktioniert haben. Normalerweise würde man sagen, eine App, die mir dreimal am Tag Notifications schickt, das ist schon sehr an der Grenze, das könnte also einen wirklich irgendwann nerven, aber es ist wirklich von den Teilnehmern in diesem Mental Health Kontext wird es sehr geschätzt. Es wird geschätzt, weil man immer wieder dazu animiert wird, die eigene Gesundheit und das eigene Wohlbefinden zu reflektieren. Also es hat also wirklich einen sehr persönlichen sehr persönlichen Kontext und eine sehr persönliche Verbindung zu einem selbst. Denn diese täglichen Befragungen und diese Benachrichtigungen erhöhen wirklich das Engagement, mit dem die Nutzer diese App täglich nutzen. Die Anzahl der täglichen Fragen wird also von allen positiv empfunden, weil es eben die Möglichkeit bietet, den eigenen Gesundheitsverlauf auch zu reflektieren. Die Protokollfragen sind auch sehr leicht zu beantworten und zu verstehen. Zum Beispiel links, haben Sie Menschen, auf die Sie sich verlassen können? Ja oder nein? Hier sehen Sie auch nochmal den Screen mit der Frage, möchten Sie die Notifications denn aktivieren? Sie werden dreimal täglich an diese Fragen erinnert. Und da haben wirklich die meisten auch Ja gesagt, also zugestimmt. Wichtig ist aber, dass diese Fragen zielgerichtet und klar sein müssen. Manchmal sind sie zu generisch und sehr allgemein. Also manchmal haben die Nutzerinnen das Gefühl, dass diese App jetzt noch nicht so viel über sie gelernt hat und ihnen Fragen stellt, die wirklich sehr, sehr allgemein sind. Und dann sind sie so ein bisschen unsicher, was es jetzt überhaupt für einen Zweck haben soll. Genau. Obwohl diese Benachrichtigungen begrüßt werden, äußerten einige Nutzerinnen den Wunsch, die Häufigkeit der Benachrichtigungen vielleicht doch anzupassen, weil dreimal pro Tag vielleicht auch zu viel ist. In der Mittagspause hat man dann vielleicht nicht den Kopf dafür oder so. Genau, die angebotenen Kurse sind zwar nützlich, sind aber manchmal zu textlastig. Es werden hier also Kurse und Übungen angeboten, die insgesamt als sehr wertvoll empfunden werden, weil sie also viel wissen und vermitteln über die Themen. Dort sind auch konkrete Tipps und Empfehlungen enthalten. Jemand hat gesagt, es sind wirklich gute Ideen, wie man auch kleine Dinge ändern kann. Aber die Nutzerinnen wünschen sich also weniger Text und mehr Audio- und Videoinhalte, weil das einfach auch mehr unterhält. Und sie wünschen sich die Information zur Angabe der Lesedauer, damit sie wissen, ob der Text jetzt zur Situation passt. Es schreckt mich ab, wenn ich nicht weiß, wie lang ein Kurs oder ein Text sein wird. Speziell in den USA, wo mein Doc auch Befragungen durchgeführt hat, war dieser Faktor noch stärker ausgeprägt. Also diese textuellen Kurse waren in den USA weniger geschätzt und dort sollte auch eine Time Indication eben angegeben werden, um zu wissen, ob man jetzt überhaupt Zeit hat, sich auf den Kurs einzulassen. Genau, das dritte Ergebnis. NutzerInnen brauchen motivierende Elemente und einen positiven Sprachgebrauch. Genau, die Sprache ist etwas, was generell immer wichtig ist, sehen wir immer in User Experience Studien. Die Sprache ist ein sehr schmaler Grat und insbesondere im Pharma- und Healthcare-Kontext ist es ein besonders schmaler Grat, weil es natürlich schwierig ist, die Krankheit ernst zu nehmen, aber zeitgleich die Patientin nicht negativ zu beeinflussen. Ne? Also wenn natürlich jemand diese App nutzt und eine depressive Phase hat oder sich in einer negativen psychischen Stimmung befindet, möchten diese Personen natürlich nicht noch daran erinnert werden, wie negativ jetzt diese Stimmung ist, sondern ermuntert werden. Genau, das heißt, es ist wichtig, die Stimmung aufrechtzuerhalten, die Nutzer zu motivieren, zum Beispiel durch dynamische Inhalte. Dynamische Inhalte sind also Inhalte,
die durch diese Fragen, die halt regelmäßig gestellt werden, sich dynamisch anpassen. Also jeder, der diese App benutzt, wird unterschiedliche Fragen bekommen und auch im Verlauf unterschiedliche dynamische Inhalte angezeigt bekommen. Und diese dynamischen Inhalte motivieren natürlich und ermutigen, weil sie genau zugeschnitten sind und weil derjenige merkt, aha, das ist wirklich ein Inhalt, der für mich relevant ist. Das heißt, diese Visualisierung der Stimmungstrends kann eine positive Verstärkung sein. Da hat jemand gesagt, es hilft mir, meine Probleme schwarz auf weiß zu sehen und Tendenzen in den Gefühlen zu erkennen. Das heißt, man bekommt Kurse angezeigt, man bekommt aber auch auf der Übersichtsseite in dem eigenen Journal, bekommt man eine Kalenderansicht, ich habe die jetzt leider hier nicht dabei, wo man auch sieht, aha, man hat täglich diese Fragen beantwortet, man hat täglich angegeben, in welcher Stimmung man sich befindet. Und man kann auch sehen, ob diese Stimmung negativ war oder ob die eben positiv war. Das ist farblich gekennzeichnet, das geht auch mit so einer Linie. Also man sieht auch selber, ob sich die eigene Stimmung verändert hat. Genau, innerhalb der Kurse erwähnen die Nutzerinnen, dass eben Geschichten und Beispiele ihnen auch dabei geholfen haben, den Inhalt besser zu verstehen. Und zu wissen, dass man nach 14 Tagen ein Ergebnis hat, motiviert die Nutzerinnen auch, daran zu bleiben und über Probleme nachzudenken und in einzelne Bereiche tiefer einzutauchen. Aber was wir herausgefunden haben, was also auch oft kritisiert wurde, ist, dass diese Tendenz der Ergebnisse früher erstellt werden sollte, weil einfach unklar ist, was mich in diesen 14 Tagen, was mich am Ende dieser 14 Tage dann erwartet. Wie sieht das dann aus? Was habe ich dann für ein Ergebnis vor mir? Was wird das für ein Inhalt sein? Genau. Die Sprache, da hatte ich ja anfangs jetzt schon von geredet. Der Tonfall ist also, wie gesagt, sehr wichtig. Hier war es so, dass einzelne Fragen ein etwas negatives und unmotivierendes Gefühl vermittelt haben. Das ist ja eigentlich genau das Gegenteil davon, was MindDoc eigentlich erreichen möchte. Die Wortwahl in den aufgelisteten Antworten wurde von einzelnen NutzerInnen als negativ empfunden. Zum Beispiel wurde formuliert: In letzter Zeit ist es mir nicht schwer gefallen, Entscheidungen zu treffen. Es wäre besser, wenn es zum Beispiel anders geschrieben wäre, zum Beispiel umgekehrt: In letzter Zeit fällt es mir leicht, schwierige Entscheidungen zu treffen. Viele Fragen sind in der Negation formuliert. Ja, vielleicht steckt dahinter natürlich auch etwas, damit vielleicht einzelne Menschen auch zugeben, dass es ihnen schlecht geht. Vielleicht sind natürlich Fragen, die immer positiv formuliert werden, tendieren dann dazu, Leute sagen, ja, genau, es ist so, mir geht's gut. Es ist aber in dem Fall, haben wir es ja mit NutzerInnen zu tun, die bereit sind, ihr psychisches Wohlbefinden zu reflektieren, sodass sie natürlich auch ehrliche Antworten geben. Und diese täglichen Fragen können die Stimmung der NutzerInnen aufgrund des Wortlauts auch drücken, weil sie natürlich auch auf generell mögliche Probleme hinweisen können. Jemand hat gesagt, ich habe gefühlt hunderte von negativen Fragen, die zu jeder Zeit auf mich warten. Und dann kann ich mich mit getrübter Stimmung durch diese Fragen klicken. Es werden außerdem ermutigende und motivierende Elemente vermisst, zum Beispiel eine positive Affirmation oder einen Sound beim Öffnen der App. Das hat MindDoc jetzt schon teilweise geändert. Wenn man sie öffnet, ist dann Karina, schön, dass du da bist. Man wird also auch persönlich begrüßt. Genau, bei einigen NutzerInnen haben die empfohlenen Kurse nicht zur tatsächlichen psychischen Gesundheit gepasst und auch nicht zu den Antworten, was natürlich negative Gefühle hervorrufen kann. Mir ist negativ aufgefallen, dass man in eine Schiene gepresst wird, als ob man krank wäre. Es ist also weder gut, ja, ne, zu leichte Diagnosen oder so zu erhalten oder Dinge, die zu generisch oder normal sind. Es ist aber natürlich auch schwierig, dann vielleicht Insights über Depression zu erhalten, obwohl man denkt, dass man gar nicht depressiv ist. Es ist also, wie gesagt, ein schmaler Grat. Genau, die Personalisierung ist ganz wichtig und der Grat der Individualisierung, die werden sehr geschätzt. Also wir wissen, dass Nutzer einen persönlichen und individualisierten Input möchten und sich aufgehoben fühlen und sich ja entspannt und einfach angenehm in der Interaktion mit der App fühlen, wenn ihnen das auch geboten wird. All diese Features werden sehr positiv bewertet. Das heißt, Sie sehen hier links einmal den Überblick,
Was macht denn deine persönliche emotionale Gesundheit aus? Wir sehen hier zum Beispiel bezüglich deiner Beziehung zu anderen, gibt es überwiegend positive Antworten, nur wenig negative Bereiche, wohingegen die Wahrnehmung des eigenen Körpers und des Selbstbildes ja etwas schwächer abschneiden. Diese individuelle Anpassung wird sehr gemocht. Die wird ja durch diese Beantwortung der Protokollfragen erreicht. Das heißt, je weniger aktiv ich in der App bin, desto öfter klärt mich die App auch auf und erinnert mich auch daran, hey, wir können dir, je besser, ja, je öfter du die Fragen beantwortest, desto besser ist das Ergebnis, was wir dir bieten können. Und desto besser können wir uns auch auf dich persönlich einstellen. Diese Ergebnisübersicht, die wir hier links sehen, und der Statistikbereich, die sind sehr wertvoll, weil es also einen Kontext zum eigenen Verhalten liefert und weil es also das eigene Verhalten reflektiert. Genau, zusätzlich gefällt eben auch, dass die Kurse empfohlen werden. Und hier nochmal berichten die Nutzerinnen, die jetzt diese 14 Tage lang diese Tagebuchstudie durchgeführt haben und wirklich auch am Ende die Diagnose bekommen haben. Sie haben alle gesagt, dass die Diagnose zur eigenen Wahrnehmung der psychischen Gesundheit auch gut gepasst hat. Also es wird als hilfreich empfunden, dass das Ergebnis anzeigt, auch ob es notwendig ist, eine Therapeutin oder einen Therapeuten zu kontaktieren. Genau. Als letzte Erkenntnis, kommt noch das starke Bedürfnis der NutzerInnen nach Interaktivität und einbeziehenden Funktionen. Ja, speziell in den Kursen haben wir herausgefunden, ist es also für Nutzer wichtig, dass sie dort diese Interaktivität und Inhalt verlangen, der sie persönlich involviert. Genau. NutzerInnen wollen interaktive, neue und anregende Elemente. Das heißt, habe ich ja schon genannt, diese Kurse und Übungen werden als eines der besten Angebote gesehen. Je mehr Medien involviert sind, Text, Audio und Video, desto mehr werden diese Kursinhalte auch als informativ und verständlich angesehen. Es gibt auch Sportübungen, genau, es gibt Fantasiereisen, es gibt begleitete Meditationen, also viel mit Audio und Video. Innerhalb der Kurse wünschen sich die NutzerInnen mehr Interaktion in Form von Notizen, dass sie sich also selber Notizen machen können, wenn sie einen interessanten Inhalt oder so entdeckt haben und dass sie auch mehr Fragen stellen können an die HerausgeberInnen dieses Inhalts und dass sie auch noch mehr praktische Übungen machen können. Und die NutzerInnen gehen auch davon aus, dass die App regelmäßig aktualisiert wird und dass also auch neue und aktualisierte Inhalte hinzugefügt werden, damit es natürlich nicht langweilig wird und damit man auch immer wieder einen Grund hat, sich ja, neu einzuloggen. Ja, was waren denn nun die zentralen Learnings für MindDoc eben als Herausgeberin der Studie? Was sind die ja, wichtigsten Punkte, die hier mitgenommen werden konnten? Also erstmal, klar, das wussten wir vorher auch schon, aber wurde durch diese Studie noch bestätigt. Psychische Gesundheit ist also ein sehr persönliches Thema. Ja, man hat es hier nicht mit Inhalten zum Online-Shopping zu tun, wo es um günstige Preise und so weiter geht. Es geht hier also um ganz andere Strategien, um die NutzerInnen eben anzusprechen. Ja, es geht also um Wertschätzung, es geht darum, sie zu unterstützen in ihrer täglichen, ja, Praxis und auch mit ihrer psychischen Gesundheit und ihnen eine Hilfestellung dabei zu geben, über sich selbst etwas zu erfahren und Muster in ihrem Verhalten zu erkennen. Deswegen sind also für MindDoc die folgenden vier Punkte am allerwichtigsten. Das erste ist die Individualisierung. Die Individualisierung, haben wir ja eben schon gesehen, ist also etwas, was die App ausmacht, weil ohne Individualisierung funktioniert diese App gar nicht. Es ist aber wichtig, dass der Grad der Individualisierung noch mehr erhöht wird. Das heißt, es können noch andere Einflussfaktoren hinzugefügt werden. MindDoc überlegt zum Beispiel den NutzerInnen die Möglichkeit zu ge geben, die Bereiche, die persönlich wichtig sind, noch mehr zu gewichten. Ja, also dass man also auch persönlich sagen kann,
Ja, als wenn man sich in einem Gespräch befindet, dieser Bereich ist für mich am allerwichtigsten. Ich weiß genau, wenn ich mir diese vier Bereiche anschaue, die bei mir ja relevant sind, die Selbstwahrnehmung, meine Körperwahrnehmung, Umgang mit anderen, weiß ich von mir selber, ich kenne mich selber am besten. Der Umgang mit anderen ist schon immer etwas, wo ich Schwierigkeiten bei mir sehe. Das kann ich in dem Fall dann gewichten. Genau, also noch mehr Individualisierung. Das zweite ist die Motivation. Wie gesagt, war es also ein sehr schönes Insight, dass also die Notifications hier nicht als nervig empfunden wurden, sondern als angenehm. Und es geht darum, die NutzerInnen eben bei jedem Schritt der Reise auch zu motivieren und positiv zu kommunizieren, sie einzubinden und ihnen das Gefühl geben, willkommen zu sein. Also das ist natürlich etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Das kann durch einzelne Strategien erreicht werden, ne? Da spielt die Sprache sicherlich auch ein Faktor. Empathie, ganz wichtig. Es sollte unbedingt verhindert werden, dass die NutzerInnen mit negativen Gefühlen konfrontiert werden. Natürlich kann man das nicht ganz vermeiden, weil es natürlich auch um psychische Krankheiten geht in der App und die NutzerInnen sind eben auch bereit dafür, sich darauf einzulassen. Aber wenn sich jemand emotional nicht stabil fühlt, war die Überlegung, dass MindDoc also vor jeder Frage nochmal gefragt, die Nutzer nochmal fragen kann, ob sie jetzt bereit sind auch für schwere Fragen. Dass also klar wird, hier als nächstes kommt eine schwere Frage, die also deine emotionale Stabilität auch ja in Anspruch nehmen könnte. Genau, und der letzte Punkt, Selbsterkenntnis. Die App gibt ja schon einzelne Einblicke in die Selbsterkenntnis, weil das also auch etwas ist, was die NutzerInnen wirklich möchten. Aber es ist geplant, dass es möglich sein sollte, diesen Ausblick schon früher zu haben, weil also nach 14 Tagen es etwas spät ist, trotzdem natürlich die NutzerInnen dran geblieben sind, weil man auch neugierig ist, was man nach 14 Tagen dann für eine Diagnose erhält. Aber es schön ist, vielleicht auch schon früher einzelne Ausblicke zu geben, was man zu erwarten hat nach den 14 Tagen. Genau, das war es erstmal von meiner Seite. Ich bedanke mich ganz herzlich bis hierhin schon mal für die Aufmerksamkeit. Genau, und dass Sie so zahlreich sich eingewählt haben. Ja, jetzt ist Zeit, auf jeden Fall noch Fragen zu stellen. Wir haben ja auch noch eine Viertelstunde Zeit sogar. Ich schaue erstmal in den Chat, was es hier so gibt. Ich hoffe natürlich, dass ich alle Fragen beantworten kann. Erste Frage, gab es ein Incentive für die Teilnehmer? Ja, gab es. Ich weiß gerade nicht mehr, wie hoch das war. Ich nehme an, es war auf jeden Fall über 100 €. Also auch für die diese 14 Tage teilgenommen haben, war es auf jeden Fall höher. Was wir auch gemacht haben, wir haben die TeilnehmerInnen also gestaffelt incentiviert, damit eben zusätzlich auch noch eine Motivation gegeben war, weiterhin dran zu bleiben. Das heißt, nach dem ersten App-UX-Test wurden sie schon mal incentiviert, weiß ich nicht, 40, 50 € und dann auch noch mal nach dem Tagebuch und dann noch mal nach dem qualitativen Nachinterview, was wir am Abschluss der Tagebuchphase noch geführt haben. Genau. Andere Frage zur Rekrutierung. Wie und womit, wo habt ihr eure Teilnehmer für die App rekrutiert? Genau, wir bei iSquare, wir haben also kein eigenes Panel. Wir haben so eine kleine Datenbank noch aus der Vergangenheit. Wir arbeiten meistens mit Schlesinger zusammen als Standarddienstleister für unsere Rekrutierung, für die qualitativen Rekrutierungen. Das heißt, es ist ein qualitativer Pool von Nutzern, die sich bereit erklärt haben. Wir haben einen Recruitment-Screener entwickelt, also einen Filterfragebogen, in dem wir eben auch erfasst haben, ob die potenziellen Teilnehmerinnen eben Interesse an Themen wie psychischer Gesundheit und Achtsamkeit haben. Schlesinger hat anhand dieses Filterfragebogens dann die potenziellen Teilnehmenden telefonisch kontaktiert und ist den Screener durchgegangen. Genau. Nächste Frage. Auf was habt ihr bei den täglichen Tagebuch-Check-ins mit den NutzerInnen Wert gelegt? Eher ein quantitativer Check-in
So wie hast du dreimal täglich die App genutzt oder gab es auch Raum für tiefere Gespräche? Ja, beides. Also erstmal hat meine Kollegin, die die Tagebücher geführt hat, darauf Wert gelegt, wirklich quantitativ nachzuhaken, also auch mindestens einmal pro Tag. Also wenn die Person sich nicht von selbst gemeldet hat, von wegen, ah, heute fühle ich mich nicht so gut, ich habe hier wieder eine Frage, die mich umtreibt oder so, hat meine Kollegin mindestens einmal am Tag, ich glaube einmal vormittags und einmal noch gegen späteren Nachmittag nachgehakt. Genau. Wie geht's? Wie ist die Stimmung? Haben Sie denn heute schon die App benutzt? Also schon quantitativ darauf geachtet. Sie hat sich aber dann auch ausgetauscht. Also es gab dann auch wirklich, wir haben diese Chats dann auch exportiert, weil wir die dann ja im Nachhinein auch qualitativ, inhaltsanalytisch ausgewertet haben für die Studie. Und wir haben auch teilweise dann nachgefragt. Die NutzerInnen haben auch Screenshots geschickt, welche Fragen sie zum Beispiel beschäftigt haben oder welche Kurse oder welche Ergebnisse. Und es hat sich bei einzelnen Gelegenheiten auch eine Konversation dann entwickelt. Also meine Kollegin hat sich auch unterhalten und hat nachgehakt, was denn jetzt schwierig war. Also recht offen natürlich, aber es gab auch einen Raum für Gespräche. Genau, die nächste Frage. Okay, das war jetzt eine Direktfrage an mich, aber wahrscheinlich auch interessant für alle, ob es eine Aufzeichnung dieses Vortrags gibt oder auch eine Veröffentlichung. Ich muss es nochmal im Nachhinein besprechen. Wenn es eine Veröffentlichung gibt, werden wir die allen TeilnehmerInnen, die sich jetzt registriert haben, auch zur Verfügung stellen können. Genau. Nächste Frage. Waren in der App oder in der Studie zu irgendeinem Zeitpunkt auch Ärzte und Therapeuten involviert? In der Studie nicht. In der Studie waren in der Tat nur wir als ResearcherInnen involviert. Ja, typisch als Marktforscherinnen eben auch unsere Auftraggeberin, die Chief Product Officer, also die das Produkt an sich verantwortet. Natürlich hat sie Input zu den Fragen gegeben. Von daher waren in der Studie an sich keine Ärzte und Therapeuten involviert, aber in der App sind immer Ärzte und Therapeuten involviert. Sie müssen sich also vorstellen, dass im Hintergrund dieser App rund 150 Therapeuten und Ärzte arbeiten, daran arbeiten, diese Fragen zu monitoren, die Antworten zu monitoren. Die Fragen werden kontinuierlich weiterentwickelt. Sie haben ja auch vielleicht gesehen, dass es Erklärtexte gibt, tägliche Einblicke, kreisende Gedanken, das scheint dich zu beschäftigen. Diese Texte sind auf jeden Fall von ausgebildeten Psychotherapeuten geschrieben, sodass es also jederzeit auch sichergestellt ist, dass es auch psychologisch geschultes Personal eben hinter dieser App steht. Und am Ende ist es so, wenn die Empfehlung auch ist, dass man sich in psychotherapeutische Behandlung begeben sollte, dann bietet die App auch die Möglichkeit, sich mit einem Psychotherapeuten oder Therapeutin zu verbinden, und ein Erstgespräch zu vereinbaren. Genau, die nächste Frage. Gab es auch Fragen und Antworten darauf, was potenzielle Nutzerinnen denn generell brauchen, um überhaupt die Schwelle zu überwinden, die Nutzung der App in Betracht zu ziehen? Also nicht erst, wenn die Entscheidung schon getroffen und die Nutzung der App innerlich schon beschlossen wurde, sondern um das überhaupt zu beschließen, auch ohne Incentive und eine Teilnahme an einer Studie. Wir haben im Vorinterview das ein bisschen erfragt, also genau, ob die, also wir haben erstmal im Screener erfragt, ob derjenige überhaupt an Achtsamkeit interessiert ist, und wir haben dann im Vorinterview erfragt, genau, ob sie sich auch vorstellen können, Apps dafür zu nutzen. Genau, das haben wir, wie gesagt, vor dem Onboarding erhoben. Und es war auch sehr, ja, es war auch ein breites Interesse da auf jeden Fall vorhanden. Es gibt ja auch wirklich mittlerweile echt viele Achtsamkeits-Apps, auch Headspace oder Calm, Meditations-Apps. Genau, so dass wir da auch die Faktoren erhoben haben.
Ja, also es war die Teilnehmerinnen waren sehr offen dazu, auch diese Schwelle zu überwinden. Klar, ob man dann dafür bezahlt, ja oder nein, ist noch immer mal die Frage. Bei MindDoc ist es so, dass man wirklich das Ergebnis und so weiter wirklich auch erhalten kann, ohne eben die Paywall zu überwinden, also ohne zu bezahlen. Die Zahlungsbereitschaft der Teilnehmer für zusätzliche Funktionen weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie da die Insights waren. Ich habe persönlich nämlich die Interviews nicht durchgeführt und es stand auch nicht im Fokus der Untersuchung. Wir wollten also wirklich wissen, wie diese Motivation ja geschaffen werden kann und wie die Notifications ankommen. Ich gehe davon aus, dass MindDoc da schon Insights zu hat und Studien zu gemacht hat, wo die Bezahlschranke eingeführt werden sollte, wie hoch die angesetzt werden sollte und welche Inhalte noch gratis zugänglich sein sollten und welche nicht. Aber das war leider nicht Schwerpunkt unserer Untersuchung. Und da jetzt Sabrina Schulte heute auch nicht dabei ist, kann ich das leider nicht so beantworten. Genau, die Abbrecherquote bei dem Quant-Survey weiß ich nicht. Das war ja ein In-App-Survey, das heißt, da gab es erstmal keine Abbrecherquote. Da gehe ich davon aus, dass die, die auch gesagt haben, sie nehmen teil, auch teilgenommen haben. Da habe ich aber keine Einblicke zu. Wir haben bei den qualitativen Interviews gar keine Abbrecher gehabt. Genau, also wir haben wirklich durch diese gestaffelte Incentivierung, genau, lief das sehr gut und die Leute hatten auch wirklich Spaß daran und hatten auch wirklich Lust, dann dabei zu bleiben. Also erstmal durch diese täglichen Fragen und durch diese Selbstreflexion und auch durch diesen Ausblick auf eine Diagnose nach 14 Tagen. Ob bei denen, die jetzt nur 4 Tage die App benutzt haben, bei den N gleich 10, ob da jemand einfach nicht erschienen ist, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Das passiert manchmal. Ich glaube aber nicht, da wir auch dieses nachgelagerte Tagebuch noch hatten. Und diese gestaffelte Incentivierung. Genau. Gibt es sonst noch Fragen? Natürlich auch sonst gerne persönlich, face to face, jetzt im Meeting, falls noch jemand eine Frage hat. Oder im Chat. Im Chat kam noch eine rein. Genau, die Methode und das Vorgehen bewerten wir sehr gut. Diese Tagebuchmethode hat sich wirklich sehr bewährt. Also klar, für so UX-Fragen, wie das Interface aufgenommen wird, wie gut sich jemand zurechtfindet, empfehlen wir immer moderierte Sessions, weil man dann natürlich auch gut nachfragen kann. Meistens macht der Teilnehmende das erstmal alleine, klickt sich dadurch die App durchs Onboarding und dann gehen wir diesen Prozess nochmal gemeinsam durch. Und erheben also auch, falls es Schwierigkeiten gab oder Barrieren. Die Kombination mit dem Tagebuch war sehr gut, weil es halt wirklich so, ja, etwas ist, was sich jetzt über Tage entwickelt hat, die Nutzung der App, was wir wahrscheinlich in einem qualitativen Interview so nicht hätten erfassen können und auch nicht abdecken können. Von daher war dieses, Tagebuch wirklich gut und wir haben auch einen persönlichen Chat gewählt und keinen Tagebuch-Blog, wo dann ja auch mehrere dran teilhaben, weil es einfach so ein persönliches Thema ist. Sehr bewährt hat sich auch das Abschlussinterview. Da haben wir ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Unsere Researcherinnen haben sich dann auch die Tagebücher angeschaut und haben dann im Abschlussinterview auch bestimmte, ja, Geschehnisse oder Events oder irgendwas, was eben in den Tagebüchern rausgekommen ist, auch nochmal reflektiert und in einem qualitativen Interview dann besprochen. Zugleich hat dir diese quantitative Befragung natürlich auch hilfreiche, valide Ergebnisse genau erfasst, dass auch mit einem größeren Sample skalierte Fragen erhoben werden konnten, genau, und auch statistisch relevante Ergebnisse in Ergänzung zu den qualitativen Insights auch erschlossen werden konnten. Also das zu verbinden mit einer quantitativen Erhebung ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Wir haben hier also sehr tiefes qualitatives Feedback in diesem Interview erfasst. Wir haben quantitative Daten erhoben und wir haben noch
ethnografische wie biotische Erhebungssituation gehabt und das hat sich wirklich ganz gut bewährt.